neuem YouTube-Video. Das ist jetzt mein YouTube-Channel. Cassie's raus. Hi Friends und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal nach super, super langer Zeit. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen nervös, weil ich sehr lange kein YouTube-Video mehr hochgeladen habe. Ich glaube, das letzte ist jetzt irgendwie ein Jahr her. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du oder ihr wieder hierher gefunden habt. Und willkommen zu einem neuen Vlog. Yay! Diesmal von der Fashion Week. Auch richtig aufregend jetzt gerade bei mir. Ich dachte mir, ich schnapp mir den Max einmal. Sag mal hallo. Hi. Der steht hinter der Kamera und nimmt mich mal heute den ganzen Tag so ein bisschen mit. Also er begleitet mich heute. Und ich dachte, ja, ich zeige euch mal, wie so ein Tag auf der Fashion Week in Mailand abläuft. Yay. So, wir sind jetzt raus aus dem Hotel. Wir fahren nämlich jetzt, also ich fahre jetzt, zu meinem Friseur. Der ist nämlich auch zufälligerweise gerade in Mailand. Richtig geil. Und ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat, mir heute für die Shows meine Haare zu machen. Der hat ja auch gesagt. Und ich würde sagen, wir fahren da zusammen jetzt hin. Wirklich, wir sind irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter gefahren und wir sind schon 10 Minuten im Auto oder so. Okay Leute, wir sind voll im Stress. Wir hatten jetzt richtig Verspätung durch den Verkehr und jetzt habe ich ja, nur noch 20 Minuten Zeit, um die Haare zu stylen. Aber Danny kriegt das hin. Daumen sind gedrückt, der macht das super. Wir schaffen das. Hey, also ich muss hier aus dem Zimmer um genau 53. Okay, das schaffe ich. Freunde, wer mich schon auf Instagram fleißig verfolgt, der weiß ganz bestimmt, dass ich sonst immer zu Danny gehe. Danny ist mein Friseur, das war raus. bei dir habe ich das erste Mal meine Haare gefärbt. Ja, ne? Mann. Ja, und deswegen, wenn ihr einen guten Friseur braucht in Berlin, geht zu Danny Kay. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet, ne? Gar nicht. Das ist gleich so. Und ich sag noch zu Antonia, ja, ich komme gleich mit einer Löwenmähne zu. Yes, got it. Check this. Ey, meine Tante hat genauso Haare von Natur aus. Ich hatte sowas noch nie. Alter, wie krank. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Richtig schön. Okay. Geil. Du musst jetzt auch direkt weiter, ne? Jo, genau. Okay, Leute, vamos, zur ersten Show. Wir sind super im Zeitstress, die Löwenmähne ist da. Leute, wie krass sieht das bitte aus? Ja, aber wir müssen direkt los, jetzt von hier zur nächsten Show oder zur ersten Show für heute so. Schoko-Eis genommen. Mein Lieblings-Eis ist Schoko-Eis. Ich liebe Schokolade. Beides geil. Beides geil. Ganz kurz behind the scene, real life. Ich ziehe jetzt meine Schuhe um. Ich bin absolut überfordert. Meine Füße tun mir richtig weh. Deswegen kommen jetzt die Sneaker raus. Leute, mir wurde gerade geschrieben, Cassie, du bist der neue Gottschalk. Und du so Gott? Okay. Wegen der Haare, weißt du. Wir sind jetzt wieder back im Hotel, ganz kurz. Ich habe mir etwas Neues angezogen, weil wir gleich erstmal essen gehen. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich liebe den Fit. Die Hälfte der Sachen sind von Natura. Okay, nein, eigentlich nur die Schuhe. Aber ich habe ja gerade eben noch eine Goodie-Bag bekommen dort und ich wollte die zusammen mit euch auspacken. Von Lascana.
Und als allererstes haben wir hier drin einen Schal. Süß, bunt, cooles Muster. Dann haben wir hier drin so einen, oh, so einen Trinkbecher, so einen wiederverwendbaren. Auch richtig cool mit so einem Strohhalm, der so ein bisschen aus Gummi ist. Dann gibt es hier noch Pflegeprodukte für die Haare von Syos. Auch mega cool. Schmuck habe ich schon gesehen, auch richtig süß. Und, oh, das sind Kerzen. Kerzen und haufenweise Bonbons. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir übrigens essen. Wir sind jetzt gerade im Restaurant. Okay, next Versuch. Wir sind jetzt gerade im Restaurant, haben uns was zu essen bestellt. Ich natürlich wie immer Pasta. Leute, ich bin jetzt seit 2 Tagen hier und ich habe mich jeden Tag nur von Pasta ernährt. Sieht man. Ich habe gar nichts gegessen. Wir haben vergessen, das Essen zu filmen. Es war eine kalte Pasta. Also, ganz kurz. Ich habe Pasta bestellt, Pasta Freda oder so heißt das, ne? Ja, keine Ahnung. Und das heißt kalte Pasta. Und ich komme so, die ist voll kalt. Was ist? Ich wollte mich fast beschweren und sagen, meine Pasta ist kalt. Und dann habe ich gecheckt, dass das Pasta Freda bedeutet, dass Pasta kalt ist. Ja, ein bisschen so. Wir sind gerade am Hauptbahnhof und wollen jetzt shoppen gehen, weil ich habe gehört, da gibt es ein Victoria's Secret und ich liebe Victoria's Secret, ich bin addicted, deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich habe mir ein Schlüppi gekauft für 30 Euro. Aua. Aua, aua. Aber ich habe jetzt Partnerlook mit Antonia, wir haben den gleichen. Ganz kurz, Leute, da ist unser Haus, also unser Haus, da oben ist unser Apartment im 20. Stock. Sehr, sehr geil. Die View, Hammer. Wir haben ein richtig, richtig, richtig fettes Apartment und das wollte ich euch einmal ganz kurz zeigen in einer ganz schnellen Roomtour. Also, nicht wundern, es ist super messy. Wir haben hier gerade ein messy Haus. So sah es schon nach 2 Stunden aus, aber das lassen wir mal sein. Das ist hier unser Wohnzimmer. Hier schlafen, ich glaube, Alissa und Antonia. Ich schlafe hier, oder? Also genau. Ja. Hier sitzt Antonia am Messi-Tisch. Mhm. Also das ist das Wohnzimmer. Das ist super geil. Hier eine kleine Küche. Und da geht es in das Zimmer von meiner Managerin und meinem Manager. Dürfen wir kurz reinkommen? Was war das? Das ist ja. Nee, ganz kurz. Ist es okay, wenn ich euch filme? Ja. Ja, wenn du zahlst, ja. Okay, das ist das Zimmer von meiner Managerin und von meinem Manager. Einfach auch super messy. So, ne? Und da ist Marianne, die macht sich gerade fertig. Auch ein cooles Bad mit Dusche und so. Willst du mal reinkommen, Max? Kannst du zeigen? Hi. Also, hier sieht es richtig messy aus. Ja, es sieht überall sehr messy aus. Okay, weiter also, geht's. Nur mal zur Info, das nutzen wir schon alle zusammen, das Bad. Nicht nur wir zwei. Ja, alle sind hier dran beteiligt. Ja, und dort hinten. Alissa, bist du ready? Dürfen wir dich kurz filmen? Ja. Da hinten macht sie Alissa nämlich gerade für die Show fertig. Ja, wir haben ein zweites Bad, eine Badewanne und ein Whirlpool. Ja, Leute, richtig cool. Hab bis jetzt noch keiner genutzt. Aber ja, hier ist das Zimmer von Max und mir. Wir schlafen hier. Auch super messy. Aber egal. Doesn't matter. Das ist es. Aber Leute, der Ausblick, der macht alles wieder gut. Das ist einfach krank. Geisteskrank. Wirklich, wir können über gefühlt ganz Mailand gucken. Hammer. I like. Akassi, warum rennst du? Weil das Uber schon seit 3 Minuten dasteht und der uns gleich sonst storniert. Sono arrivato, was heißt das? Da. Ah ja, da. Wir hatten gerade ein richtig geiles Uber, Leute, in Mercedes. Sah ganz, ganz cool aus von innen. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade am Dom. An meinem Balkon. Ich wollte schon immer mal hier hin. Richtig, richtig geil. Wir werden jetzt noch ein paar Fotos machen und dann gehen wir rein in die Galerie. Da wollte ich auch schon immer mal hin. Jetzt bin ich hier. Wuhu!
Leute, es ist wirklich ein kleiner Traum von mir nach Flum gegangen. Wir sind einfach hier gerade in der Galerie. Es ist so schön, hier sind die ganzen krassen Läden, also Prada, Louis Vuitton, alles. Alles, was das Herz begehrt, aber nicht meins, weil das ist zu teuer. Aber es ist super cool und wir gehen jetzt weiter zur Show. Was? Ja, yeah. Erste Reihe. Ich auch. Geil. 13, du? Erste Reihe wieder. So, wir haben es heute noch rechtzeitig geschafft. Wir hatten ein bisschen Taxi-Struggle, haben letztendlich noch eins bekommen. Sind da und jetzt geht's auf die Leni Klum Show und richtig geil.